Hallo meine Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es wird ein bisschen ein Auspackvideo sein, weil ich nicht drum herum gekommen bin. Ich musste bei der lieben Mone bei ihrem Restock bestellen. Also bei Enchanted Sense. Denn Mone hatte mal wieder so wunderschöne Düfte vorgestellt und ihr Anfix-Video hochgeladen. Und da musste ich ja wieder zuschlagen. Und ich habe eine Kleinigkeit bestellt. Und das wollte ich mit euch jetzt zusammen einmal durchschnuppern. Sie hat mir auch ein paar Goodies dabei gelegt und dann eben meine Bestellungen. Und ich war so schlau und habe mir die Duftbeschreibungen auch per Screenshot auf meinem Handy kopiert und lege einfach euch das nochmal ein bisschen dazu. Also, fangen wir an mit Anis-Fenchel-Bonbon. Das sind ja diese Weihnachtsmarkt-Bonbons, sage ich immer, wonach dieser Süßkramstand immer weit vor im Vorhinein schon duftet. Und ich mag die sehr gerne, diese Bonbons. Und ich habe gedacht, na, ich traue mich mal. Ja, und die duften genauso wie diese Stände auf dem Weihnachtsmarkt. Also wirklich nach Fenchel und Anis. Wie so ein Hustenbonbon halt. Und ich bin echt gespannt, ob das im Raum gut kommt. Weil an sich mag ich den Duft ja sehr gerne. Und ich habe mir vorgestellt, den vielleicht auch mit was Pfefferminz noch zu mixen. Ich denke, das könnte dem Duft vielleicht auch gut tun, dass man da einfach noch ein bisschen Pfefferminze mit reinbringt. Die Beschreibung ist halt der leckere Duft von süßen Anis-Fenchel-Bonbons wie auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, da hat sie vollkommen recht. Genauso riecht er. Anis-Fenchel-Bonbon. So, dann roter Burgunder. Vollmundig fruchtiges Bouquet aus saftigen Kirschen und Pflaumen mit Himbeer- und Vanilleakzenten. Okay, der riecht für mich wie von Colonial Candle der Merlot. Also auch ein Wein soll er ja nachgeahmt sein. Und roter Burgunder. Burgunder ist ja auch ein Wein. Es riecht wirklich sehr fruchtig, kirschig, aber es hat so eine Weinnote, ja. Es ist irgendwie runder als eine normale Kirsche. Auf jeden Fall auch ein schöner winterlicher Duft. Dann geht es weiter mit. Schauen wir mal. Pack das hier mal alles ein bisschen vor mich aus dem Päckchen raus. Ja, das war's. Dann machen wir den letzten Scent Drop auch noch, die schneebedeckte Tanne. Also, Walking with you in a winter snow. Genauso fühlt es sich an wie ein Spaziergang an einem eiskalten Wintertag durch einen schneebedeckten Tannenwald. Traditionelle Kiefernaromen vereinen sich mit einem Hauch knackig frischer Minze, süßer Vanille und leichten Fruchtaromen. Ja, der ist toll. Der hat was von der Tanne. Der hat aber auch was Süßes. Ein kleines bisschen auch sowas von Kiefernschaumbad, aber im positiven Sinne. Also so eine eisgekühlte Tanne, das passt schon. Ja, also den werde ich wahrscheinlich jetzt auch in den ganz kalten Tagen in die Lampe legen. Also wenn es so richtig knackig kalt draußen ist, dann finde ich, ist das genau der perfekte Duft. Dann gucken wir mal weiter. Das nächste, was ich hier auf meinem Handy habe, ist das Aschenbrödel. So sieht es aus. Und allein deswegen musste ich ja schon bestellen, weil das Aschenbrödel ist natürlich eins der schönsten Weihnachtsfilme, die ich kenne. Und
Die Beschreibung ist süß, frech, verspielt und doch weiblich mit einer erfrischend kühlen und belebenden Note. So ist unser Aschenbrödel. So. Die Nüsse, die mache ich mir schon direkt mal hier ab. Die sind nämlich nur oben drauf gesetzt. Und so sieht das dann aus. Also Aschenbrödel ist süß. Also ich würde sagen, da könnte Pink Sugar drin sein. Irgendwas Kühles ist auch drin. Aber es ist, glaube ich, keine Minze. Glaube ich nicht. Es ist auf jeden Fall so süß, vanillig, frisch. So ein bisschen erinnert er mich auch an ihren Sexy as Hell. Aber nur so eine Erinnerung daran. Auf jeden Fall sehr schön. Und cremig. Ja, süß, cremig und trotzdem irgendwie erfrischend. Also der gefällt mir sehr gut. Da bin ich auch echt gespannt, wie der dann warm ist. Dann geht's weiter mit dem Christmas Movie. Da habe ich so einen Stern bekommen. Schön dreifarbig. Christmas Movie. Warmes, süßes, butteriges Popcorn und süße Beeren, abgerundet mit einem Hauch knackig süßer Zuckerstangen. Genau das richtige Naschwerk für einen tollen Weihnachtsfilm. Ja, mal gucken, ob wir den dann in die Lampe legen, wenn tatsächlich Liebe oder Liebe braucht keine Ferien oder irgendwie so ein Weihnachtsfilm kommt. Mal schauen. Der ist sehr, sehr gut. Der ist auch sehr intensiv. Das Aschenbrödel war etwas leichter. Der hier hat richtig Wumms und es riecht nach Candy Canes, also diese zuckrigen Stangen, die man immer so an den Baum hängen kann. Mit einer Popcorn-Note. Aber ich finde, dieses minzig-süße überwiegt, zumindest kalt. Ja, also Pfefferminz und Zucker mit einer Popcorn-Note. Total toll. Das ist genau mein Beuteschema und so habe ich auch gehofft, dass er riecht. Ich liebe Candy Cane, also als Weihnachtsduft. Christmas Movie. Jetzt geht es weiter mit dem kleinen Lord. Das ist dieses Melt. Auch richtig schön dick. Der kleine Lord, ein kleiner Gentleman, der genau weiß, was er will und wo er seine Kekse bekommt. Zuckersüß und männlich zugleich. Dann wollen wir doch mal schauen, wie der kleine Lord so duftet. Sie hat ja geschrieben, dass sie den extra blau gemacht hat, wegen diesem Anzug, den er am Schluss trägt. Und diesen Film habe ich irgendwie gar nicht so richtig mehr als Weihnachtsfilm auf dem Schirm gehabt. Aber als sie ihn beschrieben hat, plötzlich wusste ich sofort wieder, welchen Film sie meint. Weil ich irgendwie genau mich nur noch an diese Szene mit diesem blauen Samtanzug erinnern konnte. Okay, also der kleine Lord riecht für mich wie Weihnachtsplätzchen. Männlich rieche ich da jetzt im Moment kalt nicht raus. Das kann ja kommen, wenn er warm wird. Also so riecht er jetzt erstmal nur nach Teig, nach Keksen. Ich finde, er geht auch in die Richtung Christmas Cookie oder Snowflake Cookie von Yankee. Und was das Männliche daran ist, wird sich vielleicht im warmen Zustand zeigen. Also so kalt riecht er wirklich nach einem guten Plätzchenteig. Sehr angenehm. So. Meine Lord. Dann geht's weiter mit Nordic Ice. Nordic Ice ist so eine Schneeflocke. Eine belebende Mischung aus süßem Wintergreen, zuckriger Vanilleschote und kühler Minze. Eine eiskalte Erfrischung.
So, und bei Minze hatte sie mich natürlich auch schon wieder im Boot. So. Oh, auch die ist dreifarbig. Ah ja. Nordic Ice riecht, wie es früher bei meinen Großeltern im Bad geduftet hat. Exakt so. Also da kommt so eine Kindheitserinnerung hoch. Nach dem Rasierwasser von meinem Großvater. Der hatte nämlich so eins, was so minzig, grün, seifig roch. Also es hat ein bisschen was von dem Rasierwasser von meinem Opa früher. Ja. Also, Vanille, Minze und irgendwie hat es auch so was Kiefer-Tanniges. Sehr, sehr toll. Also, damit kommen Erinnerungen an den Opa wieder. Und das freut mich sehr, denn mein Opa ist noch nicht so lange tot. Und ja, den habe ich halt sehr geliebt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den wirklich anbrechen werde oder ob ich das einfach nur aufbewahre, weil es so riecht wie er. Mal gucken. Der Opa. So, dann kommt der Grinch. Der Grinch ist für mich also auch absolut nicht der Must-Have-Weihnachtsfilm. Also ich habe den irgendwann einmal in meinem Leben gesehen und mein Humor ist das irgendwie nicht. Aber mir hat die Duftbeschreibung unheimlich gut gefallen und darum musste ich den Grinch dann auch unbedingt bestellen. Also, eine giftig-grüne, spitzbübige Mischung aus Waldmeister, frechen Früchten, zuckrig-süßer Vanille und erfrischender Pfefferminze. So ist unser Grinch. Zuckersüß, aber auch gleichzeitig erfrischend und gar nicht so missmutig und böse. So. Ah, das ist eine tolle Kombi. Ich habe mich schon gefragt, wie Waldmeister mit Minze kombiniert wohl riechen mag. Und der gefällt mir super gut. Also auch da ist wieder Minze drin, was ich ja sehr gerne mag. Und dieses Süße vom Waldmeister und der Vanille wärmt diese Pfefferminznote so auf. Und der Waldmeister da drin ist echt sehr, sehr super gut getroffen. Tolle Kombi. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Ich glaube, das ist im Moment sogar der Favorit. Außer der Movie-Duft. Der ist auch super. Also, der Grinch. Wunderbar. Gefällt mir. So, und dann muss ich nochmal eben den Duft von dem letzten hier, den ich bestellt habe, raussuchen. Und zwar Miss Marple und Sherlock. Den habe ich irgendwann mal als Goodie gehabt und habe gedacht, ja, ist ein schöner Duft, aber nicht unbedingt einer, den du nachkaufen musst. Aber in der Zwischenzeit hat sich mein Duftgeschmack ja etwas verändert. Und dann als Moni den beschrieb, ist es mir wieder eingefallen, wie er ungefähr roch. Ich hatte es nicht mehr ganz genau auf dem Schirm. Ich habe gedacht, ist egal, du probierst es jetzt einfach aus. Denn seitdem ich schwanger war, war ja irgendwie mein Näschen auf einmal auch anders. Und ich habe gedacht, jetzt probierst es. Ja, und der ist, ja, so habe ich ihn auch in Erinnerung. Also ein sehr, ja, wie soll man es sagen? Also man merkt, dass dieser Duft zwei Menschen gewidmet ist. Also er hat wirklich zwei Duftanteile vereint. Und zwar Miss Marple und Sherlock. Edle Vanille trifft auf rauchige Noten und männliches Sandelholz. Abgerundet mit einem Spritzer Cognac und einem Hauch Musk. Ja, und es sind wirklich Miss Marple und Sherlock. Weil er ist irgendwie weiblich. Trotzdem hat er sehr viel Sandelholz und Rauch und dieses Cognac-mäßige. Ist wie so ein Anflug von diesem
ja, dieser Studierstube von Sherlock. Also es ist schon eher die reife, männliche, rauchige, Cognac trinkende Fraktion. Aber er hat auch was Weibliches und ich weiß nicht, ob es die Vanille ist oder das Sandelholz. Ein Touch Damenparfum fliegt auf jeden Fall auch darum. Also Miss Marple ist bei Sherlock zu Besuch und die Kombi ist einfach sowas von genial. Also wer den noch nicht bestellt hat irgendwann mal, den solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Mona hat da wirklich was Besonderes kreiert. Ich mag ihn sehr und bin froh, dass ich ihn jetzt dann doch gekauft habe, weil ich mir erst unsicher war. Das waren die bestellten Sachen. Und jetzt hat sie mir noch einen ganzen Haufen Goodies eingepackt. Und da freue ich mich jetzt auch, weil ich dann da mal so durchduften kann. Als erstes Secret Wonderland. Also, das ist ein verspielter weiblicher Duft. Der könnte so ein Victoria's Secret Body Spray sein. So duftet er auf jeden Fall. Etwas parfümig, aber auch frisch und leicht. Ein bisschen mit Frucht auch irgendwie drin. Ja, also ich würde sagen, das könnte so was für diejenigen sein, die Victoria's Secret Body Sprays gerne mögen. Dann habe ich Mandarine mit Granatapfel. Ja, das ist ein richtig spritziger, fruchtiger Mandarine. Sehr fruchtige und ein leicht herbe Mandarine. Ja, der ist auf jeden Fall was für den Sommer. Den lege ich zur Seite. Das ist ein absoluter Sommerduft in meiner Nase. Oh, da bin ich auch gespannt. Blue Snowflake, auch ein Hausblend von ihr. Wie übrigens fast alle Düfte, die ich heute bestellt hatte. Weil ich finde, sie macht das einfach toll, diese Hausblend. Oh, der ist auch ganz, ganz toll. Der riecht wie so ein Eisbonbon fast. Nach dem Pfefferminz. So ein bisschen wie Winter Wonderland von Yankee Candle roch damals. Nur nicht so, da ist aber keine Pinie drin, also keine Tanne. Aber dieses minzig-süße. Ja, also ich würde wie ein Eisbonbon beschreiben. Ob da Blue Sugar drin ist, könnte sein. Also es hat schon eher was Kühles. Sehr lecker. Ah, ja. Dann noch eins. Warm Pink Vanilla Sugar. Ja, da ist auf jeden Fall Pink Sugar drin. Und irgendwas mit Vanille. Vielleicht Vanilla Sugar Dusk oder so. Ja. Vanillig, Pink Sugar lastig, süß. Das ist richtig was für die Süßnasen. Auch toll. Sehr, sehr schön. Wenn das hier so Anfixtütchen immer sind, dann hoffe ich ja mal, dass die demnächst auch in den nächsten Restock kommen, oder Mone? Denn dann will man die ja auch vielleicht nachkaufen, wenn du hier so schöne Sachen verteilst. Ah, da freue ich mich auch. Butter Pecan. Und zwar ist das hier so ein süßer Teddy. Da war ich nämlich am Überlegen, ob ich den noch mitbestelle, weil das einer meiner liebsten süßen Foodie-Düfte ist. So sieht er aus. Habe ich aber dann nicht gemacht. Man kann ja auch nicht alles kaufen. Jetzt habe ich ihn trotzdem. Ja, das ist so richtig Pekannuss und butterig, zuckrig, so richtig karamellisierte Pekannüsse. Also das ist wirklich so richtig so ein Blombenzieher, sage ich mal. So wie das Innere von Toffifee, aber ohne Schokolade. Also so wie das schmeckt, so riecht das. So nussig, karamellig, richtig schön. Auch sehr lecker. Und
Und das Letzte, da bin ich echt jetzt mal gespannt, Mystery Melt. Was das wohl sein könnte. Ist das ein Überraschungsduft oder hast du diesen Duft wirklich Mystery Melt genannt? Okay. Also der ist echt schwer zu beschreiben. Ich glaube, da ist von jeder Duftrichtung irgendwie etwas drin. Also er riecht auf jeden Fall nach, finde ich, Blaubeeren. Zucker. Hat so ein bisschen, also er ist sehr, sehr, sehr fruchtig und trotzdem sehr süß. Also ich würde ihn wie einen Blaubeertee mit ganz viel Kandiszucker beschreiben. Da bin ich gespannt, sehr gespannt, was Mone dazu sagt, ob ich hier richtig liege. Ich empfinde ihn als beerigen, also wahrscheinlich sogar blaubeerigen Tee. Kann aber auch sein, dass ich mich von der Farbe jetzt so leiten lasse. Blaubeertee mit ganz viel Kandiszucker wäre meine Beschreibung von Mystery Melt. Mal gucken, was Mone dazu sagt. Ja, das war's. Das war meine Bestellung. Hat mir sehr viel Freude gemacht, die auszupacken und durchzuschnuppern. Ich bin echt überrascht. Und wie immer sind die Houseblends von Mone einzigartig und sie macht das toll. Und darum musste ich leider mal wieder zuschlagen. Ach, mein Duftschränkchen wird und wird nicht leerer. Tja. So, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und freue mich auf eure Kritik oder Anregungen oder Feedback. Schreibt mir gerne mal, ob ihr auch bestellt habt, was ihr bestellt habt und wie ihr die Sachen findet. Und dir danke ich, liebe Mone, dass du mir das so flott geschickt hast. Ich freue mich sehr. Und hab Dank für deine schönen Düfte. Also ihr Lieben, bis ganz bald. Ciao.